Heute backe ich mit dir das leckerste, saftigste Heidelbeer-Nussbrot. Das Heidelbeer-Nussbrot ist etwas an einem Bananenbrot angelehnt, also ist auf jeden Fall eine süße Variante und einfach wirklich, wie eben schon gesagt, saftig, lecker, süß. Einfach perfekt für die schönen Sommertage. Ich nehme das ganz gerne tatsächlich mit auf die Arbeit mit oder mal auf Feiern oder wenn wir wandern gehen. Also das hält sich auch super lange. Du kannst das einfach luftdicht verpacken und dann bestimmt für eine Woche lagern und das schmeckt genauso gut. Jetzt verrate ich dir, welche Zutaten du dafür brauchst und dann wird auch schon losgelegt. Für das Heidelbeer-Nussbrot brauchst du 2 Eier, 50 ml Sonnenblumenöl, 100 Gramm Rohrzucker, 50 Gramm geschmolzene Butter, 100 Gramm Schokotröpfchen zartbitter, 100 ml Milch, eine zerdrückte Banane, ein Esslöffel Erdnussbutter, ein Teelöffel Backpulver, ein Teelöffel Zimt, 200 Gramm Mehl, 50 Gramm gemahlene Mandeln, 125 Gramm Heidelbeeren und 40 Gramm Walnüsse, die ich schon zerkleinert habe. Viele Zutaten, aber dafür einfach ein Geschmackserlebnis. Als erstes gibst du die Eier mit dem Rohrzucker in eine Rührschüssel und lässt die zwei Zutaten für ca. 3 bis 5 Minuten einfach mal cremig miteinander verrühren. Unter die Masse rühre ich jetzt einmal die zerdrückte Banane und die Erdnussbutter unter. Lass das dann circa einfach mal eine Minute miteinander verrühren und gebe dann die flüssigen Zutaten hinzu und lass die auch für circa eine Minute noch unterrühren. Und jetzt kommt dann noch Mehl, die gemahlenen Mandeln, Zimt und Backpulver hinzu. Das lasse ich auch ganz kurz unterrühren, gebe dann die drei restlichen Zutaten hinzu und lasse die auch noch mal ganz kurz unterrühren. Ich finde, überall wo Zimt drin ist, riecht das einfach so, so gut. Deshalb stehe ich gerade hier und grinse wie ein Honigkuchenpferd. Also nicht, dass du dich wunderst, warum ich hier stehe und so grinsen muss. Das ist wirklich bei mir immer Zimt. Also der Geruch von Zimt, ja, macht mir gute Laune. Jetzt gehe ich hier nochmal mit einem Teigschaber am Rand entlang und dann kann die Masse auch schon in die Backform gefüllt werden und dann ab in den Backofen. Den Teig fülle ich jetzt in hier die Kastenform, die ist 30 cm lang und dann geht die auch schon in den Backofen. Den Backofen musst du auf 175 Grad Ober-Unterhitze vorheizen und dann gibst du das Nuss-Heidelbeerbrot für ca. 50 bis 55 Minuten in den vorgeheizten Backofen. Ich weiß, es ist leider eine etwas längere Wartezeit, aber die lohnt sich auf jeden Fall. Die Wartezeit war jetzt wirklich sehr, sehr gemein. Das ganze Haus hat nach Heidelbeer-Nussbrot gerochen. Also die Erdnussbutter und der Zimt kam sowas von heraus im Duft und es riecht wirklich einfach so, so köstlich. Deshalb möchte ich jetzt auch gar nicht mehr so viel labern, sondern lasse das Brot auskühlen, stürze das dann auf ein Abkühlgitter und werde das dann auch auf jeden Fall direkt anschneiden. Ich hatte ja schon in der Intro gesagt, dass das wirklich lange haltbar ist. Also ich wickel das ganz gerne einfach in etwas Frischhaltefolie und lege das dann in den Kühlschrank und dann kann das da auch bis zu einer Woche wirklich problemlos liegen bleiben. Das Rezept findest du mit der Schritt-für-Schritt-Anweisung auch noch auf meinem Blog. Also schau doch gerne da mal vorbei und dann wünsche ich dir viel, viel Freude beim Nachbacken. Bis zum nächsten Mal, deine Jannika. Thank you.